Alter, ich brutzel dich, wenn du... Hast du mal Glück gehabt? Hast du noch mal Glück gehabt, du Bananenkopf, du kleiner, du hässlicher Vogel. Oh Mann, geh doch einfach. Ah, sorry Leute, wenn so wenig passiert, aber was soll ich machen? Selin muss ja penetrant mir die ganze Zeit hier im Nacken sitzen. Ich bin da! Spiel mit mir! Beschäftige dich mit mir. Mach was, tu was. Gehst du jetzt mal? Geht doch. Gleich kommt er wieder runter. Ich hab nur was vergessen. Das Kack-Alien, ey. Ist mir auf den Sack. Bist du überhaupt hierher gekommen, hä? Hab doch alles abgeriegelt und dich eingesperrt. Ah, hier muss ich aufschneiden. Schön. Finde ich toll, dass ich aufschneiden muss, wenn das Alien hier rumläuft. Geht ja auch so schnell. Schneller. Keine Ahnung, ob man das abbrechen kann, wenn das Alien kommen sollte. Okay. Das sieht doch aus, als wäre das ein Raum, wo es Flammenwerferöl gibt oder sowas. Komm schon, gib mir was. Pumpgun. Toll. Pumpgun ist eigentlich weniger das, was ich wollte, aber okay. Besser als nichts. Fehler. Ja. 1851. Muss ich mir merken. Fehler. Sinclair hier. Fehler. 1851. Die Anlage abschalten, muss ich mir merken. Den letzten Transit erwischen. Wir können es uns nicht leisten, die Türen zu unserer Zufluchtsstätte weit offen stehen zu lassen. Nicht? Es muss nur eine Warum? Kreatur eindringen und all unsere Vorräte und Waffen sind futsch. Ich und meine Crew. Ja, das Alien klaut ja auch Waffen, ne? Genau. Es tut mir leid, aber als sie sich dazu entschlossen haben, einem Schiff nachzujagen, das niemals ankommen wird, haben sie den Plan ignoriert. Sinclair, Ende. Warum habt ihr auch den Plan ignoriert, ihr Idioten? Ich brauche Molotow. Mein Flammenwerfer ist gleich leer, Leute. Ein paar Mal kann ich noch drauf schießen, dann war's das. So, nächste Tür. So. Da war was. Ladungspack. Ich darf nicht durch die Türen laufen. Jetzt kommt diese Fehlermeldung. Miep, miep, durch Waffen. Krach, krach. Alien, komm her. Das Security-Alien, weißt du? Oh, ein Segen. Emergency-Segen, ey. Ohne Spaß. Ach, wie schön. Wie schön, wie schön. Ja. Und ich kann immer noch kein Molotow-Cocktail bauen. Ich höre schon wieder Schritte. So, dann warten wir mal kurz, bis es neu gestartet wurde. Und das Alien auch wieder angetanzt kommt, weil es ist ja laut. Alles, was hier startet in der Zukunft, ist laut. Wir sind alles Modem, 56K-Modem. So, und jetzt? Stellen Sie, jetzt stelle ich, muss ich den Strom wiederherstellen. Punkt, der irgendwo hinter der Wand ist, oder was? Ach nee, das ist noch die Mission hier. Oder? Ist jetzt wieder Strom da? Ja. Oh Mann, ey. Jetzt schläft mir auch noch meine Hand ein. Irgendwie ist diese Position, die ich gerade beim Zocken habe, voll kacke mit meinem Arm. Aber egal. Aber wir müssen wahrscheinlich hier irgendwo in den Raum da, ne? Okay, hier ist ein Aufzug. Da sind wir, glaube ich, hergekommen. So, hier können wir jetzt aufmachen, weil wir haben ja Strom hergestellt.
Ah! Boah, wie gut, dass ich das erschlagen habe, eben keinen Flammenwerfer jetzt benutzt habe. Bei dem Flammenwerfer hätte das Drecksvieh ja wieder gehört. Ich glaube, die Dinger hört das auch. Ich weiß es nicht genau, aber... Wartet mal, jetzt... Ach, endlich, seht ihr? Was, jetzt habe ich genug. Sehr schön. So. Ist klar. Ich höre Regungen im Stockwerk unter mir. Ich habe nicht viel Zeit. Sinclair und seine Leute haben Sevastopols Nahrungsvorräte und den Großteil der Waffen. Aber ich habe auch Kinderstimmen gehört. Ich habe Mama? Gefragt, das waren die Kinderstimmen. Mama? Das war ich. Das waren keine Kinder, das war ich. Ich habe Angst gehabt, dass ich hierher gekommen bin. Ich habe ihm Schritte gehört, das war doch eben da, das Alien. Willst du mich verarschen? So, das startet jetzt einfach. So, gehen Sie über den Habitatbereich in das Raumfahrtterminal. Und da muss ich wahrscheinlich wieder Strom herstellen. Oder so. Apropos. Ah, seht ihr, ich kann Medikit wieder herstellen. Sehr gut. Ich könnte mal wieder speichern. Oh, tut das gut. Fühle ich mich wieder fit und böse. Bereit für neue Schandtaten. Das kann man auch nicht abbrechen, das Speichern. Ne? Also wenn man da schon den Schlüssel reingesteckt hat und das Alien kommt, dann ist Ende Gelände. Okay, wir müssen hier geradeaus wieder. Ah, die Transitstation ist grün. Sehr schön. Das war sowas von klar. Das war so klar jetzt wieder. Oh, Flammenwerfer. Oh, ich hatte eben den Flammenwerfer aus Versehen vergessen auszurüsten. Mama. Problem ist, wenn ich das jetzt wegjagt, die Transitstation braucht ja auch, bis sie hierher gefahren ist. Dann kann das sein, dass das Alien wiederkommt. Und bis die Transitstation da ist, dass ich, kann das sein, dass ich kein Flammenwerferöl mehr habe. Wieso kommst du jetzt wieder runter? Aus welchem Grund? Kann ja sein. Weißt du, der Flash, der ist jetzt wieder weitergekommen im Spiel. Das weiß ich, weil ich hab's über Superkräfte. Und deswegen komme ich jetzt wieder runter. Oh, du Wichser, du kannst mich jetzt mal... Entschuldigung für die Ausdrücke, aber es ist so. Schön, wenn diese scheiß Station jetzt mal herkommt. Weil 92 Öl, ne? Also, hallo! Das dauert sonst doch auch nicht so lange. Willst du mich veräppeln? Oh mein Gott. Huh. Schnell! Hilfe! Mama! 47 habe ich nur noch. Oh mein Gott, wir werden sterben! Oh mein Gott, das Alien wird jetzt auch in super Hypergeschwindigkeit genau da sein, wo ich jetzt wieder bin, weil, ne? Ach nee, man kann jetzt argumentieren, das könnte ja ein anderes Alien sein. Es sind ja 20.000 ausgebrochen. Aus dem Reaktorraum. Seht ihr? Ich höre schon wieder Schritte. Ah, da hinten muss ich hin. Automatische Landungsbrücken-Andocksequenz. Der Funk wird abbrechen, bis wir uns dem sinkenden Orbit der Station angepasst und in Position gebracht haben. Wir warten nur darauf, dass Sie die Klemmen der Schlepperplattform ausfahren. Keine Ahnung, wie Sie mich zu dieser Aktion überreden konnten. Ich habe jetzt nichts mitbekommen. Irgendwas mit Schlepper. Mama? Wo ist das Alien? Links, rechts, links, glaube ich.
Wenn das um die Ecke gerast kommt, habe ich keine Chance. Ist zu schnell. Nicht tot, Leute. Ich habe auch kein Geräuschding mehr. Alter Schwede, bin ich erschrocken. Das hat gerade seinen komischen Sound gemacht. So eine Ente mit Tollwut, ey. Alter Schwede. Oh Mann. Mistvieh, du Elendes. Oh ja, genau. Jetzt geht wieder alles kaputt. Logisch. Ah, ich bin aber noch richtig, glaube ich. Oh, ich habe schon gedacht, jetzt muss ich wieder Umwege gehen, weil alles zusammenstürzt. Ich kann speichern. Oh, Halleluja. Halleluja. Oh Mann, ich werde wahnsinnig in dem Spiel. Ich hab kaum noch Gesundheit. Orbitalstabilisatoren ausfallen. Station verlassen. Station verlassen. Das ist witzig. Station verlassen. Wie soll ich das machen so schnell, hä? Oh, hallo. Ich muss eigentlich dahin. Hallo? Finden Sie einen anderen Weg? Ach so, stimmt. Der Aufzug ist ja abgekackt, deswegen muss ich jetzt einen anderen Weg finden. Tschüss. Keine Lust auf Androiden. Schrott. Aber finde ich gut, dass ja. Nee, ist eigentlich blöd, dass die Androiden rumlaufen, weil die Aliens machen denen eh nichts. Was ich voll bescheuert finde immer noch, aber egal. Was hat das jetzt gebracht, hier hinzulaufen? Hab ich was übersehen? Hallo? Was ist das für ein blöder Schacht? Notfallsituation. Gehen Sie zum nächsten Evakuierungspunkt und warten Sie auf Ihren Notaufsichtsdienst. Ach, sei ruhig. Wo ist der? Danke. Haben wir an der Pumpgun-Munition dabei, bitteschön. Bolzen ist die geilste Waffe gegen die. So. Ich kann immer noch kein Geräusch-Ding bauen, aber der hat Flammenwerferöl anscheinend gehabt. Was ich voll Knorke finde. Oh, meine Nase juckt. Orbitalstabilisatoren ausfallen. Station verlassen. Station verlassen. Ja, ich weiß es doch jetzt. Wiederhole ich doch 10.000 Mal. Station verlassen. Station verlassen. Orbital super toller Ausfall. Station verlassen. Ja, ich habe gedacht, da liegt vielleicht noch Öl oder so. Scheiß Vieh. Ja, und was für einen tollen Weg soll ich da jetzt finden? Hier ist zu. Also können wir nur hier rechts raus anscheinend. Station evakuieren. Dies ist keine Übung. Ich kann nicht unter den Tisch. Ich kann nicht unter den Tisch. Jetzt steht's da und guckt wieder blöd. Ich bin ein Alien. Ich bin auf Patrouille. Das ist mein neuer Job. Genau, mach dich vom Acker, ist gesünder für dich. Schlüsselkarte, echt jetzt. Was waren da eben? Da konnte ich noch was anderes an. Ach, Sprengkasten.
muss ich auch noch eine Schlüsselkarte finden, oder was? Willst du mich veräppeln? Hier rennen Alien rum. Nach der Evakuierung nicht auf die Station zurück, bis die Erlaubnis hierzu durch den Orbitalnotfallkoordinator erteilt wurde. Das ist witzig, ey. Der labert eine Scheiße. Achtung, jetzt kommt's gleich runter. Was machst du denn da am Computer? Kann ich wieder nichts lesen, weil ich mich beeilen muss. Ah, sehe nichts Wichtiges. Schön. So. Wo kriege ich die Schlüsselkarte her? Und wie komme ich hier rein? Komm schon, ich brauche Flammenwerferöl. Notfallsituation. Gehen Sie zum nächsten Evakuierungspunkt und warten Sie. Ist das die Tür da hinten? Auf Ihren Notaufsichtssystem. Da muss ich rein. Das mit der Schlüsselkarte ist vielleicht irgend so ein Bonus oder so. Tschüss. Da bin ich hergekommen. Oder? Ja. Toll. Hier brennst du rüber. Es hat auch Angst vor Feuer. Das Alien. Das ist eine Scheiße, ne? Wieder hier. Tja. Keine Ahnung, wie wir jetzt weiterkommen sollen hier. Voll dufte. Vor allem habe ich so viel Flammenwerfer-Munition. Find's ja einen anderen Weg, ja. Schön. Lauf doch mal weg jetzt, mein Gott. Nervendes, blödes Kack-Alien. Ist ja voll auf den Sack, weißt du das? Ist es weg? Ich suche jetzt erstmal die Schlüsselkarte. Das ist zu nah. Ich brauche die Schlüsselkarte. Ich habe keine Ahnung, wie das sein soll. Echt? Ich habe gerade so eine Übung. Alle Tische absuchen, den ganzen Kram hier. Muss irgendwo eine Karte sein. Ach, guck mal, da ist was. Zugangscode. Scheiße, der steht im Computer wahrscheinlich drin. Wie soll ich denn mit dem Alien hier im Nacken auch noch lesen? Da habe ich gar keine Zeit dafür. Schlüsselkarte muss natürlich in so einem Code-Ding drin sein. Guck ich in den Computer rein, da kommt Alien von hinten, wetten wir? Ach, geh aus dem Weg, du blöder Leichnam. Kehren Sie nach der Evakuierung nicht auf die Station zurück, bis Klappe. Die Erlaubnis hierzu durch den orbitalen Notfallkoordinator erteilt wurde. 1984, ich komme. Komm schon. Ich hab's im Urin. Wir sind fast von der Station unten. Wir haben es fast geschafft. Wir sind kurz vorm Ziel. Wo ist das Ding? Ach, da. Oh, Flammenwerferöl. Ja. Notfallsituation. Gehen Sie zum nächsten